Ja, moin Leute, was geht? Hier wieder bei Dali Gaming. Willkommen zu einem neuen Video. Heute das dritte Video schon am Start. Sag mal, Kevin, bist du bekloppt? Nein, ich bin nicht bekloppt, Leute. Ich muss dennoch, weil morgen kommt ja der Battle Mode raus, also so wurde es bestätigt, an einem Dienstag. Und jeder ist übelst im Hype und so, jeder freut sich darauf und ich auch übelst. Und ich wollte euch jetzt deswegen einfach mal fragen, ich wollte das Video jetzt schon früher machen, aber ich kam irgendwie nie dazu, euch einfach mal zu fragen, soll ich jetzt das erste Battle Mode Video cutten oder soll ich das einfach so lassen, wie es ist, also ganz wenige Cuts, zum Beispiel nur einen Cut setzen, hier, wenn ich eine neue Runde beginne oder so. Ich weiß ja jetzt nicht, wie lange eine Runde geht, falls eine Runde 3 Minuten geht, machen wir natürlich so 2 oder 3 raus, können wir mal gucken, ne, wie es so abgeht. Aber halt so kleine Cuts machen, meine ich damit, ne? Oder wollt ihr wieder so ein richtig schönes Jump-Cut-Video haben, wo wirklich so zack, 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 hier da an die Facecam, da an die Facecam, dann Facecam ganz vorne und so, dann übelst am Ausflippen und so, ragen und so, richtig schön, dann mit Einblendungen und so. Wollt ihr lieber sowas oder wollt ihr halt lieber sowas Schönes, Uncuttendes, also Cutten tue ich immer, ne? Aber ich meine jetzt so wie bei One Piece, dass ich halt die langweiligen Sachen, wo ich zum Beispiel dann halt was Neues drücke oder so, wo ich nichts sage oder so, halt rauscutte. Wollt ihr das lieber haben oder halt was Gecuttetes? Ist halt eure Entscheidung, ne? Also ich werde jetzt hier wahrscheinlich wieder so einen I-Punkt machen und da könnt ihr dann halt abstimmen, was ihr haben wollt. Natürlich auch in den Kommentaren könnt ihr abstimmen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr sehen wollt, ne? Also weiterhin werde ich natürlich dann den Battle Mode natürlich auch cutten und so, mal den einen oder anderen Tag. Alter, meine Haare gehen mir voll die ganze Zeit über die Augen, komisch irgendwie, aber okay. Also immer so ein Haar, egal, scheiß drauf. Wir reden hier über Minecraft, nicht über meine Haare. Kennt ihr noch die Videos über meine Haare? Ey, hört auf. Auf jeden Fall, Freunde, im Hintergrund seht ihr jetzt gerade ein Minecraft-Gameplay von mir. Er spielt wirklich von mir Skywars. Wirklich echt geil, dass ich das aufgenommen habe. Es ist echt witzig. Ja, gönnt euch auf jeden Fall. Ich bin jetzt einfach hier nur ein kleines bisschen am Reden und möchte euch einfach ein bisschen Bescheid sagen. Ich habe ja heute schon ein gecuttetes Video rausgehauen und ein Let's Play und wollte jetzt einfach euch Bescheid sagen. Ja, morgen ist Battle Mode. Was soll ich machen? Also Bescheid sagen. Ich will euch fragen, was ihr sehen wollt. Nicht wundern, dass dieses Video jetzt hier nicht gecuttet ist oder so. Ich möchte halt einfach ein bisschen Real Talk reden und ja, ein bisschen mit euch quatschen. Gut. Ja, das war eigentlich alles auch schon, was ich wissen wollte, halt mit diesen Cutten oder nicht Cutten, ist eure Entscheidung. Ich mache es gerne Cutten, ich tue es aber dann auch mal gerne nicht, falls ihr es halt nicht möchtet, dass ich cutte. Boah, ey, Kevin, halt jetzt dein Maul, du hast es jetzt 3 oder 4 Mal erwähnt. Ich wiederhole meine Themen immer doppelt und dreifach. Übelst. Übrigens, ich nehme das alles gerade mit Musikstudio auf, deswegen nicht wundern, dass die Stimme wie bei Kanalvorstellung ist, ne? Nicht so mit Playstation-Qualität, so mit Elgato und so, ne, ne? Ist richtig gut Qualität, ja? Also welche findet ihr eigentlich besser? Die von Elgato, also wenn ich normal Gameplays aufnehme, oder halt die Kanalvorstellungsqualität, das ist halt Musikstudio. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare, das würde ich auch mal gerne wissen. Gut, kommen wir jetzt aber nochmal zum Thema Battle Mode. Battle Mode, ja. Battle Mode kommt raus. Was ist mit den ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel Skywars, Bad Wars, Micro PvP jetzt bald und sonst alles mögliche für Spielmodis? Was ist damit? Was ist damit? Kevin, wirst du die überhaupt dann nicht mehr bringen oder wirst du dann nur noch Battle Mode bringen und dann noch deine anderen Games und so? Also Leute, ihr braucht euch wirklich keine Sorgen machen, dass es kein Bad Wars und kein Skywars und so gibt. Ihr kennt mich. Ich bin halt jemand, ich spiele gerne mit Abwechslung. Ich kann nicht die ganze Zeit den gleichen Spielmodus spielen. Also ich glaube auch, dass Battle Mode nach einer Woche wahrscheinlich wieder Schicht im Schacht ist, ne? Also vielleicht kommt das dann eine komplette Woche durch. Tür zu. Tür zu, ich muss eben aufnehmen. Dauert nicht lange. Ich sag ja, ich cutte das Video nicht. Unglaublich. Okay, auf jeden Fall, Freunde, wir haben es gerade hier 20.34 Uhr, Essen ist fertig, dies, das, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Bestimmt ist dieses Video jetzt wieder richtig geil für euch. Mutter ist reingekommen, geile Sache. Übrigens, Leute, unter dem Video, Beef, ich bin schuld an dem Beef und so, sind immer noch keine 200 Likes da, sonst würde ich natürlich bei meiner Mutter einen Prank machen. Ihr wisst ja Bescheid, müsst ihr eigentlich nur liken, ne, also
Aber wenn ihr es nicht sehen wollt, kann ich ja nichts für. Ich habe gesagt 200 Likes, das müsste eigentlich locker geschafft sein bei 6700 Abonnenten. Übrigens, danke an 6700 Abonnenten. Habe ich das schon einmal gesagt? Ich glaube nicht, ne? Übelst krass, ey. Wie schnell die Abonnentenzahl steigt. Jetzt haben wir schon 6750. Boah, das ist richtig krank, ey. Wie geil das ist, einfach YouTube zu machen und sein Hobby einfach nachzugehen und wirklich damit diesen Erfolg sieht. Ich habe auch noch viel andere Sachen, die mich übelst überrascht haben auf YouTube und so. Wenn ihr mal das wissen wollt und so, ob ich da mal ein bisschen Real Talk reden kann, kann ich auf jeden Fall mal machen, wenn ihr so ein Video mal sehen wollt. Vielleicht, wenn Battle Mode oder so im Hintergrund ist, könnt ihr halt sagen, ne? Wenn ihr nicht die ganze Zeit Live-Commentary sehen wollt, könnt ihr alles mal in den Kommentaren schreiben und so. Und wenn ihr auch mal so Real Talk-Gelaber sehen wollt, ohne Cutten und so, könnt ihr auch reinschreiben. Ja, gut. Meine Mutter ist reingekommen, immer noch. Soll ich das wirklich drinnen lassen? Ach komm, ich lass drin. Ihr wisst ja schon, dass meine Mutter öfters reinkommt und... Ja, gut. Auf jeden Fall, Freunde, das war's dann auf jeden Fall von diesem Video. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Skywars-Video geht und ob das schon längst vorbei ist. Dann seht ihr nur meine Facecam. Ich wollte jetzt einfach nur das dritte Video hier raushauen, um euch Bescheid zu sagen, wegen Battle Mode, dass ich das cutten soll oder nicht cutten soll. Dann euch ein bisschen erzählt, ob Battle Mode nur noch kommt und so. Ja, das war eigentlich schon alles, ne? Wenn jetzt das Gameplay noch läuft, läuft das Gameplay. Wenn nicht, dann ist das Video vorbei. Ne? Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Video, das direkt morgen kommt natürlich. Ne? Morgen kommt Battle Mode Video. Wenn irgendwie Battle Mode nicht draußen ist und so, gibt es auf jeden Fall ein Info-Video. Also so in der Art und so. Und dann spiele ich vielleicht was anderes oder so. Aber es kommt locker Battle Mode morgen. Übrigens, ich hole mir auch alle Map Packs. Ich habe mir das auf jeden Fall geschworen. Egal, wie viel Geld ich da ausgeben muss, ne? Easy, kostet ja irgendwie 3 Euro ein Map Pack, die ersten 4 Map Packs, ganz easy, 12 Euro beiseite legen, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ob ich mir das jetzt schon morgen hole, ich denke nicht, ich denke so erst ab Mittwoch oder Donnerstag, mal gucken, ne? Erstmal gucken, wie der Battle Mode überhaupt ist, aber ich denke schon, der wird geil. Und dann sage ich, Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Ach komm, das war so ein Laber-Video, ey. Leute, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, was gefällt an einem Laber-Video jemanden? Naja, eigentlich schon, oder? Also es war ja Gameplay im Hintergrund. Okay, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann morgen bei einem neuen Video wieder. Haut rein, Freunde, und ciao!